Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, der Antrag greift nun in der Tat ein Problem auf, denn der Begriff Rasse, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, sollte in Verfassungstexten und in Gesetzestexten in Berlin und in Deutschland der Vergangenheit angehören. Das lässt sich tatsächlich nur rechtshistorisch erklären, warum der da steht. Und das würde aus heutiger Sicht sicherlich so nicht mehr formuliert werden. Der Kollege Behrendt ist darauf eingegangen. Und natürlich muss man an der Stelle sagen, ja, das mag dann Symbolpolitik sein, aber es gibt eine bestimmte Form von Symbolpolitik, die ist dringend nötig. Das ist der Grund, warum wir auch gesagt haben, wir unterstützen in diesem Sinne den Antrag und den Vorstoß, der in den vorliegenden Antrag gemündet ist. Ich denke aber schon, ein bisschen Arbeit sollten wir uns doch noch machen. Also zum einen, ja, Verfassungsänderungen brauchen hier eine Zweidrittelmehrheit und deswegen müssen wir uns am Ende tatsächlich alle einig sein. Ich finde es wichtig und richtig, wenn ein solcher Änderungsantrag zur Verfassung hier im Haus einstimmig verabschiedet wird. Wir sollten hier kein Spiel spielen und wir sollten deswegen auch nicht versuchen, uns gegenseitig hier vorzuführen in dieser Frage. Insofern bin ich erstmal froh, dass Union und SPD gesagt haben, wir sind bereit, hier gemeinsame Gespräche zu führen. Ich denke, wir sollten am Ende darauf orientieren, hier auch zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Der zweite Punkt, den ich hier nennen will, der Begriff Rasse, so ungeeignet und falsch er ist, ist aber immerhin, wie alle anderen Begriffe in Artikel 10 Absatz 2 Verfassung von Berlin, auch ein objektives Kriterium. Und der jetzt vorgeschlagene verändernde Passus erfordert Handlungsmotivforschung. Aus rassistischen Gründen ist eben nicht objektiv, sondern aus rassistischen Gründen ist eben eine Geschichte, die letztlich die Interpretation der Aussagen oder des Handelns Dritter erfordert, während die bisherigen Aufzählungen alle objektive Merkmale sind. Und ich finde schon, wir sollten versuchen, einen objektiven Begriff für das Ganze zu finden. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir das jetzt so ändern, wie hier vorgeschlagen, steht im Grunde als Gesetzesbefehl in der Verfassung drin, weil nicht rassistisch gehandelt werden darf, darf nicht rassistisch gehandelt werden. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und auch bei Symbolpolitik sollte man sich überlegen, oder bei symbolischen Änderungen der Verfassung sollte man sich überlegen, wie man die Verfassung so ändert, dass man am Ende in der Sache selbst dem Anliegen, was man da vertritt, keinen Bärendienst erweist. Insofern glaube ich, wir sollten die methodisch problematische, wenn auch mögliche Variante, die in dem Antrag vorgeschlagen ist, nochmal auf weitere Möglichkeiten hin ergänzend überprüfen. Finden wir nicht noch Begriffe, die vielleicht besser sind? Ethnie ist hier gesagt worden. Ich will das jetzt gar nicht abschließend beurteilen. Wir sollten dazu uns tatsächlich noch mal ein bisschen Gehirnschmalz investieren. Wir sollten vielleicht auch eine Anhörung machen, noch mal ein bisschen gucken, ob es dazu auch andere Möglichkeiten gibt. Das wäre mir persönlich sehr wichtig, weil hier sollten wir nicht mit heißer Nadel stricken. Die dritte Anmerkung, die ich machen will, wenn wir schon dabei sind, die Aufzählung von Merkmalen in Artikel 10 Absatz 2 Verfassung von Berlin ist auch in anderer Hinsicht noch zu überdenken. Beispielsweise hat es der Grundgesetzgeber im Grundgesetz auch vor dem Hintergrund der Erfahrung mit der Aktion T4 und den sogenannten Euthanasienorden der Nazis ja auch Menschen mit Behinderung in das Diskriminierungsverbot aufgenommen. Das gibt es bei uns in der Verfassung, soweit ich das überblicke, derzeit nicht. Auch Altersdiskriminierung ist in unserer Verfassung derzeit noch nicht festgeschrieben. Wenn man also dann schon dabei ist, dann sollte man in der Tat gucken, dass man am Ende auch die Diskriminierungsmerkmale erfasst, die heute verfassungsrechtlich in der Regel in Bundes- oder Landesverfassung aufgeführt sind. Weil mit einem hat der Kollege Kohlmeier natürlich recht. Wir sollten nicht nächste Woche und übernächste Woche wieder beim neuen anfangen, dann die Verfassung zu ändern, weil uns die nächste Idee gekommen ist, sondern wir sollten jetzt gründlich genug arbeiten, dass wir, wenn wir diesen Artikel ändern, ihn danach möglichst in den nächsten Jahren erstmal nicht mehr anfassen müssen. Letzte Bemerkung, die Begründung des Antrags geht ja zu Recht davon aus, dass es auch noch einige Landesgesetze gibt, in denen so Bemerkungen, ekelhafte Formulierungen und ungeeignete und politisch abzulehnende Formulierungen sich finden. Dann sollten wir uns schon gleich auch der Übung unterziehen, das dann richtig zu machen und auch gleich diese Gesetze mit anzufassen, wenn wir einmal dabei sind und dann nach Möglichkeit alle 5 Fraktionen des Hauses gemeinsam diese Begriffe verändern und an diese Stelle Formulierungen setzen, die wir alle gleichermaßen mittragen. Kollege Lauer hat eine Zwischenfrage. Lassen Sie die zu? Na klar. Bitte. Es ist mehr eine Verständnisfrage. Ich fand das jetzt in der Debatte ganz interessant und gar nicht so überflüssig wie Herr Rissmann. Aber können Sie noch mal erklären, warum man das denn überhaupt in der Verfassung spezifizieren muss? Also nach welchen Dingen man nicht, also warum reicht es nicht einfach zu sagen, kein Mensch darf diskriminiert
werden? Also das ist jetzt tatsächlich nur eine Verständnisfrage. Können Sie das? Naja, die Diskriminierungsmerkmale als solche haben schon ihren Grund. Und als das Grundgesetz 1948/49 erarbeitet wurde, sind die Aufzählungen seinerzeit erfolgt aus den Erfahrungen des Naziterrors von 33 bis 45 und man hat seinerzeit die im Fokus des Diskurses liegenden gesellschaftlichen Gruppen dort erfasst. Nicht erfasst wurden beispielsweise die Queers, also die LGBT-Community, nicht erfasst wurden seinerzeit behinderte Menschen. Im Rahmen der Verfassungsreform der 90er Jahre sind die behinderten Menschen dann wenigstens berücksichtigt worden. Das war auch ein Stück weit Wiedergutmachung gegenüber Opfergruppen, die man über Jahre, Jahrzehnte hinweg in der bundesrepublikanischen Geschichtsschreibung nicht im Blick hatte. Und deswegen sage ich, Diskriminierungsmerkmale als solche haben schon auch ihren Sinn. Auch sie aufzuzählen hat seinen Sinn. Aber wenn wir uns an diesen Artikel 10 Absatz 2 jetzt machen, dann sollten wir uns gründlich an diesen Artikel ranmachen, damit wir nicht im nächsten oder im übernächsten Jahr dann wieder anfangen, ihn aufzuschnüren. Und diese Arbeit sollten wir uns gemeinsam unterziehen. Und mein Eindruck war, der Konsens in dem Haus ist, wir können das miteinander bewerkstelligen. Dann sollten wir es jetzt machen. Danke. Danke.